Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier im E-Up und zwar im Modell 2020. Das heißt, der aktuelle E-Up mit dem 32,3 Kilowattstunden Akku, also Nettokapazität und einer angegebenen Reichweite von 260 Kilometern. Ich möchte heute den Wagen mal fahren und zwar wieder auf meiner Reichweitenstrecke. Ja, ich weiß, es ist eigentlich ein Stadtauto. Aber wenn man sich so ein Auto kauft, ein Elektroauto, was auch einen gewissen Preis hat, dann möchte man damit eventuell auch mal ab und zu weitere Strecken zurücklegen. Das heißt, da ist die Autobahn gefragt. Und natürlich muss dann so ein Auto beweisen, wie weit es auf der Autobahn kommt. Und das möchte ich heute mal feststellen. Ich begebe mich gleich wieder auf meine Strecke nach Bremerhaven. Das sind wieder 130 Kilometer hin und zurück. Da werde ich den Wagen mit ungefähr 120 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn bewegen. Da, wo es geht, schneller werde ich jetzt nicht fahren. Es ist schließlich ein Kleinstauto. Da muss man nicht so schnell fahren. Auch vom Komfort her bietet es sich wahrscheinlich eher an, nicht schneller als 120 km/h zu fahren. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen, wie hoch der Verbrauch ist. Der E-Up soll ja unheimlich sparsam sein. Mal sehen, wie er sich schlägt. Auto hat ja kein eingebautes Navi, sondern man kann das dann hier über Karten, die man sich erst runterladen muss, kann man dann hier das Navi auf das Handy projizieren und auch hier über diese Funktion gewisse Fahrdaten sich anzeigen lassen. Ich habe jetzt eine Reichweite von 241 Kilometer, Akku ist 100% voll und ich werde gleich den Trip hier resetten und dann geht es los. Dann wollen wir mal starten. Bam, bam. Zuerst muss ich aber erstmal das Fahrgeräusch irgendwie zurückstellen. Den E-Sound, weil der E-Sound ist jetzt deaktiviert. Ja, ich muss vorsichtig fahren, weil der E-Sound ist ziemlich ätzend, finde ich. Also ich mag ihn nicht. Ich habe mich total erschrocken vorhin. Ich dachte, ich fahre in irgendeinem Verbrenner, weil er so anfing zu brummen. Und dann bei 30 km/h war es weg. Aber gut. Ich mag das nicht. Ich habe es jetzt abgeschaltet. Man muss es aber leider jedes Mal abschalten. Es geht auch nur über das Menü und nicht über eine Taste hier. Gut, habe ich noch vorhin gesagt, wir haben gutes Wetter. Ja, jetzt seht ihr selbst, es fängt an zu regnen. Also, was soll's. Dann müssen wir jetzt durch. Es ist verrückt. Jedes Mal, wenn ich diese Strecke mache, dann fängt es blöde an zu schütten. Ich verstehe das nicht. Akku ist auf 100% aufgeladen. Wir haben jetzt eine Reichweite von 239 Kilometern insgesamt hier auf dem Tacho stehen und fahren wie immer unsere Strecke erst hier über die Stadt, durch die Stadt, Tempo 30 Zone und dann geht's auf die Autobahn. Rekuperationsstufe habe ich im Moment auf Stufe 4 stehen, weil es die höchste Rekuperationsstufe ist und ich das einfach am tollsten finde, weil ich das auch so gewöhnt bin von meinem Tesla. Und wenn ich jetzt rekuperiere, das heißt also Gas wegnehme, dann verzögert er sehr stark, fast bis zum Stillstand. Im Prinzip bei, ich würde sagen, 3 km/h rollt er langsam weiter. Aber es ist wirklich klasse. So möchte ich das. Das ist genau mein Ding. Also vom Sitzkomfort ist es hier so ein bisschen mäßig, finde ich. Also der Seitenhalt ist sehr schlecht. Aber Sitzhaltung. Ich finde, die Sitze sind auch ein bisschen weich. Für meinen Geschmack jetzt. So, gleich geht's auf die Autobahn und dann heißt es Tempo 120 versuchen zu fahren, da wo es geht. Und ich hoffe, dass wir jetzt den Regen hinter uns gelassen haben. War vorhin wieder ein kurzer Schauer, wie jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Bremerhaven fahre. Aber momentan sieht es eigentlich ganz sonnig aus, also bin ich ganz guter Hoffnung. Richtung Bremerhaven sind schon wieder dunkle Wolken zu sehen.
Aber wir haben 10 Grad und der Wind ist mäßig. Also ganz windstill ist es auch nicht, aber auch nicht so stürmisch wie die letzten Male. So, wir sind jetzt auf der Autobahn, Tempo 120 und wir haben einen Durchschnittsverbrauch zu Beginn der Fahrt nach 6 Kilometern von 17,4 Kilowattstunden, 17,5 jetzt. Was auch wieder mal schön ist bei dem Auto, ist, dass man dieses Geräusch vom Elektromotor überhaupt nicht hört. Da hatte ich ja schon andere Kandidaten. Irgendwie ein Surren oder Fiepen oder so, null. Also es ist völlig unhörbar. Das Einzige, was man hört, sind Wind- und Reifengeräusche. Das ist sehr, sehr schön. Das mag ich. Ja, ich finde auch, also für die Größe des Autos ist erstens der Innenraum gerade für die vorderen Passagiere sehr großzügig. Also auch die Breite vom Auto, finde ich. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man beengt sitzt, auch weil die Mittelkonsole natürlich sehr klein ist. Was ich schade finde, sind halt die fehlenden Ablagen, gerade hier in der Mitte. Da ist nichts. Und auch so die Armlehne, die würde mir jetzt fehlen auf längeren Strecken, wenn ich so 1, 2, 3 Stunden unterwegs bin. Da hätte man schon gerne mal eine Armlehne, ne? Bei so einem Tempo von 120 auf der Autobahn hat man auch nicht das Gefühl, man wäre irgendwie zu schnell oder es wäre irgendwie unsicher. Auch, wie gesagt, Bodenwellen schluckt der ohne zu klagen. Also es ist nicht wahnsinnig straff gefedert, es ist komfortabel. Da kannst du irgendwie dich gar nicht beschweren. Jetzt haben wir leider wieder den Regen. Und den Regenbogen. Und wieder mal einen Regenbogen. Also, oh, da, ey. Sieht das Hammer aus. Der Regenbogen wieder. So, 32 Kilometer unterwegs. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 17 Kilowattstunden und wir haben noch 180 Kilometer Restreichweite. Das heißt 58 Kilometer verloren, aber nur 32 Kilometer gefahren. Das kennen wir ja im Prinzip schon. Es ist aber nicht ganz so dramatisch, wie es zum Beispiel bei der Zoe war. Aber ich muss wirklich sagen, dass man mit so einem Auto, obwohl es ja so klein ist, eigentlich auch ganz gut reisen kann. Also ich finde die Größe, wie gesagt, von innen für 2 Personen zum Beispiel völlig ausreichend. Da ist hinten ja auf der Rückbank auch noch Platz, wenn man die Rückbank umklappt für Gepäck. Also so wenig Stauraum ist da jetzt auch nicht. Und vom Fahrgefühl und Fahrkomfort bei 120 km/h auf der Autobahn, da finde ich jetzt überhaupt nichts zu meckern. Also gar kein Problem. Es ist überhaupt nicht anstrengend, er fährt sehr ruhig, er ist nicht holprig oder wackelig. Echt klasse. Sehr angenehm, sehr angenehm. Da kann man auch durchaus ein paar Stunden mitfahren. Jetzt ist halt nur die Frage, wie weit kommt man, bevor man die erste Pause einlegen muss. Oh, ich fahre gerade an einem Hänger mit 3 EQCs vorbei, die nach Bremerhaven gehen. Wahrscheinlich gehen die nach Übersee. 3 Stück. Ja. So, wir sind 50 Kilometer gefahren. Der Zwischenstand ist 17,4 Kilowattstunden und noch 150 Kilometer Restreichweite. Das heißt, 38 Kilometer sind jetzt irgendwo auf der Strecke geblieben. Aber ich finde, das Auto, das schlägt sich wacker. Wir fahren 120 durch. Das ist ja eine schöne Geschwindigkeit. Die kann man im Prinzip ja von Bremen bis Bremerhaven komplett durchfahren. Hier vor Bremerhaven ist zwar ein Tempolimit, aber das beläuft sich auf genau 120. Von daher muss man die Geschwindigkeit jetzt nicht verändern. Das heißt, noch 10 Kilometer und ich bin hier bei der Abfahrt und dann drehen wir und sehen, wie es auf der Rückfahrt aussieht. So,
So, da vorne ist jetzt die Ausfahrt, 60 Kilometer wieder unterwegs, 134 Kilometer Restreichweite, Durchschnittsverbrauch 17,5 Kilowattstunden. Dann wollen wir hier mal abfahren. Okay, am Wendepunkt angekommen. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 16,9, sind gefahren 63 Kilometer und haben eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit von 87 km/h und haben noch 136 Kilometer Restreichweite. Das heißt, 63,9 Kilometer sogar gefahren laut Tacho. Also das entspricht sozusagen den 64 Kilometer, die ich sonst immer habe. Die Zoe hat ja ein bisschen weniger angezeigt, komischerweise. Wir haben 100 Kilometer Reichweite verloren, aber nur 64 Kilometer zurückgelegt. Das ist klar, dass die Reichweite schneller runtergeht als die gefahrenen Kilometer, besonders eben auf der Autobahn. Ja, der Wagen ist an sich total geschmeidig, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch 108 Kilometer Restreichweite, also eigentlich ist unsere Reichweite um die Hälfte geschrumpft. Aber laut Akkustandsanzeige, wird ja leider nicht in Prozent angezeigt, sondern mehr so eine analoge Tankanzeige, ist noch deutlich überhalb voll, sodass ich eigentlich davon ausgehen würde, dass wir jetzt mehr kommen als 107 Kilometer. Wir haben jetzt eigentlich schon 130 Kilometer Reichweite verfahren, aber noch deutlich mehr als halb vollen Akku. Ja, bin gespannt. Also das Reisewetter bei meinen Autotests ist ja wirklich echt beschissen. Ne? Aber gut, das ist jetzt wenigstens irgendwie vergleichbar dann, weil es überall gleich schlecht ist. Wenn ich mir das da vorne jetzt angucke, wieder eine schwarze Wand und es fängt jetzt hier wieder an zu schütten. So, 90 Kilometer unterwegs. 98 Kilometer Restreichweite und noch 17,2 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Also, was immer mehr. Ich meine, jetzt sinkt auch die Restreichweite wieder mal nicht so schnell wie am Anfang, weil sich der Wagen irgendwie immer mehr so einem Optimum, was die Berechnung angeht, annähert. Und jetzt ist die Anzeige tatsächlich auf halb voll von der Batterie und noch 96 Kilometer Rest. Also würde ich jetzt mal schätzen, eigentlich müsste ich 180 Kilometer kommen auf der Autobahn bei Tempo 120 und diesem Wetter. Jetzt haben wir nämlich 8,5 Grad und immer wieder Regen und der Wind hat nachgelassen. So, genau 100 Kilometer unterwegs, noch 83 Kilometer Restreichweite, macht zusammen eigentlich 183 Kilometer Reichweite. Super cool, wir haben noch einen Verbrauch von 17,4 im Moment. Und was war die Durchschnittsgeschwindigkeit der gesamten Strecke? War bis jetzt 93 km/h. Das finde ich ganz schön schnell. Ich bin im Prinzip auch fast konstant 120 gefahren. Und ich muss zugeben, hier diese Bedienung mit dem Handy hier vorne, dass man das Handy sich hier so einstöpselt und die Fahrdaten auf dem Handy-Display hat, das finde ich auch richtig klasse. Wozu brauche ich hier noch ein eingebautes Navi? Das kann ich auf dem Handy machen. Klappt einfach wunderbar. Ist alles drauf, was ich will. Naja, wie ihr seht, auf eins ist Verlass hier in der Bremer Gegend. Das Wetter ist immer gleich beschissen, egal welches Auto ich teste. So, wir sind gleich wieder in Bremen, haben noch ungefähr 15 Kilometer vor uns. Aktueller Zwischenstand ist 17,2 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch und noch 74 Kilometer Restreichweite. Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir gefahren sind, 94 km/h.
So, wir sind an unserer Abfahrt. Bremen-Horn-Lehe. Hier fahren wir wieder runter. 122 Kilometer inzwischen und 65 Kilometer Rest. Durchschnittsverbrauch 17,0. So, noch 2 Kilometer, dann haben wir es geschafft, dann sind wir zu Hause und dann schauen wir mal, wo wir am Ende gelandet sind. Ich habe jetzt mal den Fahrsound wieder angemacht, weil Nasilla ihn gerne mal hören wollte. Gleich, wenn wir losfahren, mal sehen, ob ich das einfangen kann mit dem Mikro hier. Das? Wie ein Verbrennungsmotor. Nee. Sehr sportlich. Ja. Bei 30 km/h hört es auf. Das, wo ich das erste Mal in diesem Auto saß vorhin und der Sound losging beim Anfahren, dachte ich echt, ich sitze im falschen Wagen. Du bist falsch abgebogen. Das ist richtig verrückt. Wieso macht man so einen Verbrennungsmotorsound im Auto? Das ist mir irgendwie ein Rätsel, wenn ich schon elektrisch fahre. So, wir sind wieder zu Hause. Wir sind gefahren 128 Kilometer genau, haben einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 16,7 Kilowattstunden und haben 67 Kilometer Restreichweite. Das macht zusammen dann 195 Kilometer Reichweite. Und wenn ich die Akkukapazität netto von 32,3 Kilowattstunden durch 16,7 Kilowattstunden auf 100 teile, lande ich bei 193 Kilometer. Also kann man sagen, realistisch 120 km/h auf der Autobahn, ich komme hier 190 Kilometer. Und dann muss ich wieder ungefähr, naja, wenn ich auf 80% vollladen will, muss ich schon eine Stunde einkalkulieren. Die Ladekurve von dem Auto konnte ich jetzt zwar nicht aufnehmen, aber wie wir schon in anderen Videos gesehen haben, lädt der E-Up an CCS nicht wirklich sonderlich schnell. Es bewegt sich so zwischen 30 und 35 kW. Und sodass ich wahrscheinlich eben auch eine Stunde brauche, um wieder auf 80% zu kommen. Von daher Reisen mit diesem Auto, ja, bedingt möglich. Ich komme, naja, mit ein bisschen Puffer 150 Kilometer und dann sollte ich auf jeden Fall wieder laden. Also machbar ist das. Ich sag mal, Strecken von 300 oder 450 Kilometer mit ein-, zweimal Laden sind machbar, gar kein Problem. Und dafür mit diesem kleinen Auto Hut ab, Respekt E-Up. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue, meine Probefahrten mit dem Peugeot E208, mit der Renault Zoe ZE50 und vor allem auch mit diesem E-Up hier. Den Porsche lasse ich mal außen vor und den EQC lasse ich auch mal außen vor. Aber diese drei Kleinwagen, wobei dieser E-Up noch mal deutlich kleiner ist als Zoe und Peugeot. Sieger der Herzen bei diesem Dreiervergleich ist der VW E-Up aus dem Jahr 2020. Die anderen Autos sind natürlich größer, sind sportlicher, sind teilweise komfortabler und mit denen kann man auch noch ein bisschen schneller fahren. Haben eine größere Batterie, dadurch auch eine bisschen größere Reichweite, können teilweise schneller laden. Aber auch nicht so signifikant mehr, als dass der Mehrpreis, den diese Autos kosten, das jetzt wieder aufwiegen würde. Und bei dem Preis ab 16.000 Euro inklusive Förderung, finde ich, ist das absolut empfehlenswert. So, das war meine Testfahrt mit dem E-Up aus dem Jahr 2020 und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.